Und es gibt einen anderen Punkt, den man nicht von der Hand weisen kann. Das ist, wir wissen nicht, ob nicht die Verwendung von Alltagsmasken in großer Verbreitungsweite, ob das nicht dazu führt, dass im Durchschnitt die erhaltene Virusdosis in einer Infektion geringer ist und dass im Durchschnitt deshalb Krankheitsverlauf auch wenig tödlich sein könnte. Aber das ist eine reine Spekulation. Dazu gibt es keine wissenschaftlichen Belege. Und es gibt umgekehrt eben Länder, in denen man sagen kann, es wurde von Anfang an durchgängig Maske getragen. Dazu gehören sehr viele asiatische Länder. Und trotzdem ist es zu großen Ausbrüchen gekommen. Herr Professor Drosten, die Autoren des Gesetzentwurfs gehen ja nun davon aus, dass zumindest beim Stand der Einbringung des Entwurfs eine Gefährdung des öffentlichen Gesundheitssystems durch das Coronavirus nicht mehr besteht. Wie schätzen Sie die Lage ein? Herr Professor Drosten, ja. Sie haben das Wort. Wesentlichen Anteil an in den getesteten Reiserückkehrern und da ist die Quelle der Infektion im Ausland und nicht in Deutschland. Das heißt, diese Fälle sind kein Anzeiger eines noch unerkannten Infektionsgeschehens in Deutschland, wie das bei jedem anderen in Deutschland diagnostizierten Fall der Fall ist. Das heißt, hier ist nicht die dunkle Infektionsmasse bei uns, sondern im Ausland. Sodass wir das jetzige Zurückgehen der Fälle nicht falsch verstehen dürfen. Das ist also nicht alles nur eine geisterhafte Testerscheinung, sondern das ist die Reiseeintragung und die ist isoliert zu betrachten. Wir haben gleichzeitig eigentlich eine stabile, basale Inzidenz in Deutschland und das ist ein großer Gewinn, den wir erzielt haben durch unseren relativ frühen, effizienten Lockdown. Und davon werden wir noch eine erhebliche Zeit profitieren, bis in den Herbst hinein. Es ist nicht zu erwarten, dass das so bleibt, denn die Bevölkerungsstruktur und andere Gegebenheiten in Deutschland, auch das Virus, das ist nicht anders als in anderen Ländern. Und wir sehen jetzt in Ländern, in denen eine höhere Inzidenz im Hintergrund immer gewesen ist, so wie in Spanien, Frankreich, leider auch jetzt in England, dass die Fälle schon ansteigen, obwohl wir gerade erst Anfang September haben. Und es gibt verschiedene Effekte, die alle zusammenkommen, die dazu führen werden, dass also die reine Fallinzidenz mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit auch bei uns genauso ansteigen wird. Dann ist natürlich die Frage, die dahinterliegende Mortalität, also die Toten, warum stirbt im Moment keiner darum? Da gibt es auch mehrere Effekte, die das erklären. Der eine Effekt, der das wahrscheinlich alles überwiegt, ist, dass vor allem junge Bevölkerungsanteile sich jetzt infizieren. Wir sehen gerade in Südfrankreich, dass dort jetzt zunehmend das Ganze wieder in ältere Bevölkerungsanteile eingetragen wird und auf dieser Basis jetzt auch die Krankenhausaufnahmen wieder steigen. Also es sind dieselben Effekte, die wir auch im Frühjahr schon gehabt haben. Es gibt kleine Argumente zu sagen, vielleicht kommt es doch nicht so schlimm. Also es gibt kleine Fortschritte in der Behandlung, zwei Medikamente, die man einsetzen kann auf der Intensivstation. Aber die Verstorbenen sind ja nicht alles, was man verhindern muss, sondern eben auch die schweren Krankheitsausgänge. Und die sind damit jetzt nicht kuriert. Also die Krankheitsschwere ist eigentlich nicht verändert. Und es gibt einen anderen Punkt, den man nicht von der Hand weisen kann. Das ist, wir wissen nicht, ob nicht die Verwendung von Alltagsmasken in großer Verbreitungsweite, ob das nicht dazu führt, dass im Durchschnitt die erhaltene Virusdosis in einer Infektion geringer ist und dass im Durchschnitt deshalb Krankheitsverlauf auch wenig tödlich sein könnte. Aber das ist eine reine Spekulation. Dazu gibt es keine wissenschaftlichen Belege. Und es gibt umgekehrt eben Länder, in denen man sagen kann, es wurde von Anfang an durchgängig Maske getragen. Dazu gehören sehr viele asiatische Länder. Und trotzdem ist es zu großen Ausbrüchen gekommen.